Im Namen des Mondes informieren wir euch. Willkommen zum Manga- und Anime-Vergleich von Akt 4, Maskerade, Maskenball. Zwischen dem Sailor Moon Crystal Anime und dem neu aufgelegten Sailor Moon Manga. Auch in dieser Anime-Folge hat sich nicht gravierend etwas geändert. Sie hält sich eigentlich zu 90% an den Manga. Aber fangen wir ganz von vorne an. Im Manga wie im Anime analysiert Luna ihre Daten. Sie stellt fest, dass es eben nun drei Kriegerinnen mit Usagi, Ami und Rei gibt und dass sie über Tuxedo Mask nicht bzw. Chiba Mamoru nicht sehr viel wissen. Am folgenden Morgen ist es so, dass Usagis Mutter in der Zeitung blättert und einen Bericht über Sailor Moon sieht. Usagi hat mal wieder verschlafen, im Manga wie im Anime, und hat es eilig, in die Schule zu kommen. Im Manga allerdings stellt sie sich noch kurz vor, dass sie eben die Kriegerin für Gerechtigkeit ist und für das Gute kämpft. Und auch ihre ganzen Aufgaben erklärt sie, also dass sie eben gegen das Böse kämpfen muss, den Silberkristall und ihre Gefährtinnen finden muss und dass sie die Prinzessin beschützen soll. In der Schule trifft sie dann auf Naru, die ihr eben von dem Zeitungsartikel erzählt, dass Prinzessin Dee in ihre Stadt kommen soll und eben den wertvollen Staatsschatz dabei hat. Das gleiche passiert eben auch im Anime. Nach der Schule treffen sich Usagi, Rei und Ami im Spielcenter zur Beratung. Im Anime ist es allerdings so, dass Usagi zu spät kommt und Ami und Rei sich bereits im Spielecenter unterhalten. Und eben auch ein bisschen spielen und praktisch ihre Freundschaft verstärken. Das ist im Manga nicht so ausführlich. Im Manga ist es auch so, dass Usagi ihre Freundinnen vorstellt, also dass es ihre Gefährtinnen Sailor Mercury und Sailor Mars sind, während im Anime das alles Luna übernimmt. Auch die Vorstellung von Usagi am Anfang. Das Gespräch von Luna mit Ami und Rei ist im Manga genauso gehalten wie im Anime. Ein bisschen anders ist es, weil Usagi hier gar nicht zuhört, sondern spielt, während im Anime sie anfangs zuhört und dann erst zur Spielkonsole wandert. Immer noch im Spielecenter hat Usagi dann nichts anderes im Kopf als eben die Prinzessin Dee und dass sie auch gern zu dem Empfang gehen würde und dass sie eben gerne kennenlernen würde. Und Luna hat vielleicht die Hoffnung, dass der Staatsschatz eben was mit dem mysteriösen Silberkristall zu tun hat. Im Manga wie im Anime hat Rei daraufhin eine ziemlich schlechte Vorahnung und denkt eigentlich eher, sie sollten die Finger von dieser Prinzessin lassen. Währenddessen im Dunklen Königreich schwört Nefreito, dass er eben Jedaito rächen wird und ihn auch mit dem Silberkristall wiederbeleben möchte. Das ist im Anime natürlich anders gehalten. Da treffen alle vier Generäle aufeinander, weil Jedaito ja in der letzten Folge nicht wie im Manga gestorben ist, sondern ja noch lebt. Sie reden daraufhin eben mit Königin Perilia oder Queen Beryl, die hier im Manga auch einen kurzen Auftritt hat und einfach erklärt, was ihre Ziele sind. Im Anime wie im Manga ist es dann so, dass Usagis Vater als Reporter eben auf den Empfang von Prinzessin Dee geht und Usagi einfach beschließt, ihren Füller einzusetzen und sich auch in eine Prinzessin zu verwandeln, damit sie auch zum Empfang gehen kann. Ist im Anime auch ganz genauso, nur dass es da noch eine kleine Zwischensequenz gibt, nämlich dass Luna auch mit zum Empfang hinein möchte, aber von einem Aufpasser daran gehindert wird, weil es heißt, Haustiere sind hier eben nicht zugelassen, was Luna ganz schön wütend macht. Im Manga kommt sie ganz einfach mit hinein. Ein bisschen anders ist es auch gehalten, wie Usagi auf Mamoru trifft, beziehungsweise Tuxedo Mask, denn hier im Manga ist es so, dass ihr was übers Kleid geschüttet wird und sie ihr Taschentuch verliert und daraufhin trotzdem zur Toilette möchte, um eben ihr Kleid zu reinigen, das aber nicht findet und dann auf den Balkon gerät. Im Anime ist es einfach so, dass sie automatisch auf den Balkon hinausgeht. Usagi sieht auf dem Balkon ein Liebespaar und wird gleich darauf von Tuxedo Kamen bzw. Tuxedo Mask angesprochen, ob sie nicht mit ihm tanzen will. Natürlich willigt sie sofort ein, im Manga wie im Anime. Luna ist davon natürlich nicht begeistert, weil sie Tuxedo Mask immer noch misstraut. Unterdessen ist es im Anime so, dass Ami und Rei die Prinzessin Dee ausfindig gemacht haben und auch zu ihr in den Raum gelangen, wo im Manga wie im Anime dann eben eine böse Gestalt auftaucht
und sich der Prinzessin bemächtigt. Im Anime ist es eben so, dass Ami und Rei das live mitbekommen, während sie im Manga eben nur der durchgeknallten Prinzessin dann begegnen und man im Moment gar nichts mehr von Ami und Rei sieht, sondern nur Usagis Ereignisse mitverfolgt. Das heißt, wie die Prinzessin auf den Balkon rennt, wie Usagi dann versucht, sie daran zu hindern, den Staatsschatz abzugeben und dabei eben von ihr vom Balkon geschubst wird und fällt. Natürlich wird sie im Manga wie im Anime von Tuxedo Mask erstmal gerettet, der sie an der Hand ergreift, sie aber nicht lange halten kann. Als sie gerade am Fallen sind, sagt Luna, Usagi solle eben ihren Stift nehmen und dieser verwandelt sich in einen süßen Schirm, der sie ganz sanft zur Erde gleiten lässt. Daraufhin verwandelt sich Usagi natürlich im Manga wie im Anime. Und während im Anime ihre Freundinnen eben schon kämpfen und sich schon verwandelt haben, fällt Usagi bei ihrer Verwandlung auf, dass sie ja gar kein Diadem mehr hat, weil das ja das letzte Mal mit Jedaito verbrannt ist. Jedaito ist zwar im Anime nicht verbrannt, aber das Diadem ebenfalls. Das heißt, Usagi erhält im Manga wie im Anime ein nagelneues Diadem. Nun muss sie sich eben mit ihren Freundinnen gegen Nefraito durchsetzen. Und schafft das nur, weil Tuxedo Mask ihr eben den Rat gibt, dass gegen diese dunkle Macht nur ein heller Lichtstrahl hilft. Luna sagt ihr, sie solle mit ihrem neuen Tiara eben das Mondlicht reflektieren. So setzt Usagi im Anime wie im Manga Moon Twilight Flash ein, auch wenn sie es im Anime nicht so nennt. Nefraitos Schatten wird vernichtet und der Böse ist eben besiegt, im Manga wie auch im Anime. Nur ist es im Anime diesmal noch so, dass eben noch die Generäle auftauchen, sich vorstellen und den Sailor-Kriegerinnen klar machen, dass sie nicht so einfach besiegen. Im Manga ist dies nicht der Fall, da Jadaito ja eigentlich nicht mehr lebt und Nefraito nur als Schatten eben angegriffen hat und sonst im dunklen Königreich sitzt. Die Sailor-Kriegerinnen sind im Manga wie im Anime total überrascht, dass die Prinzessin ohne Brille total hübsch aussieht. Sie ist natürlich nicht mehr besessen, da ja der böse Geist von Nefraito besiegt wurde. Und stellt dann dem Volk ihren Staatsschatz vor. Die Sailor-Kriegerinnen haben natürlich den heiligen Silberkristall erwartet. Allerdings ist es eben nur eine Diamantenstatue von der ersten Prinzessin des Königreiches. Im Manga ist es dann so, dass Usagi etwas Falsches in Anführungsstrichen trinkt. Also sie sozusagen angeheitert ist und dann in Tuxedo Masks Arme fällt. Während es im Anime so ist, dass Usagi einfach müde ist und draußen auf dem Balkon einschläft. Der Kuss zwischen Tuxedo-Kamen und Sailor Moon, den Usagi nur im Traum wahrnimmt, ist im Anime wie im Manga gleich gehalten. Auch, dass Luna schließlich auftaucht und Tuxedo Mask sagt, er solle doch verschwinden und sich von Usagi fernhalten und was er eigentlich immer in ihrer Nähe wolle. Tuxedo Kamen erklärt ihr eben, dass er auch den Silberkristall sucht und dass es eben sehr gut sein kann, dass sie auch Feinde sind. Das Manga-Kapitel endet genau wie der Anime, in dem ein Gewitter aufzieht und man ein braunhaariges Mädchen sieht, das durch den Regen läuft und nur sagt, dass ein Sturm aufzieht. Und daher freuen wir uns im nächsten Akt auf Makoto.